Dann die mit dem Plus. Und zu guter Letzt die hier. Okay. Also erst die komisch aussehende Insel betreten. Die da. Genau. So. Dann müssen wir auf das Plus, auf das L. Ich hoffe mal, das ist so richtig, was ich hier mache. So. Auf das L. Dann auf den Krüppel da hinten. So. Dann auf das Plus auf der anderen Seite. Und dann müssen wir auf das T in der Mitte. Tatsache, ein Teleporter. Hallo, Gauntlets und Wurfäxte. Okay. Was sind das für welche? Wow. Protection 15. 5 Health. Die kriegst du gleich mal angezogen. Du kannst noch keine Heavy Armor benutzen. Okay, das heißt, das wird erst einmal hinten angestellt. So. Piff, Giftbomben, Blitzbomben, alles Mögliche irgendwo verteilt. Hey, damit haben wir die Sewers abgeschlossen. Licht ist noch an, oder? Ja, Licht ist noch an. Hier sieht es nämlich gerade ein bisschen dunkel aus. Ja, genau. Also ich sehe hier den Sewers jetzt nichts mehr. Mann, zum Glück bin ich da so schnell drauf gekommen, sonst hätte das Rätsel ja ewig gedauert. So wie das mit dem Ratter, 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 Ding Dong hier. Gut. Hier ist auch nichts mehr, was irgendwie verdächtig. Höchstens die Nische da hinten. In die will ich noch mal kurz reingucken, ob da nicht irgendwas ist. Genau, diese Nische sieht seltsam aus. Oh. Hier liegen noch Pellets rum. Ich hoffe mal wirklich, dass hier nichts mehr ist. Oh, und Grim noch so ein Bloodcap. Aber nee, sieht nicht danach aus. Im Wasser vielleicht? Da ist nur die Leiter. Okay. Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass hier nichts ist. Ja. Gut. Also wieder hier durch und die Leiter hoch. Kurz zurück zum blauen Kristall. Als nächstes geht es wieder, geht der Ogre-Fun wieder los. So. LP062. Gut. Den Ausgang müssen wir dann nehmen. Also können wir einfach hier durch, hier rum. Da
Da war der Abkürzungsteleporter, den ich nicht nehmen möchte. So, hier geht's hoch. Und ich glaube, du benutzt doch lieber wieder Zauber gegen den Ogre. Ah, hier könnten wir theoretisch tanzen. Wow. Komm her. Au. Ja, hier können wir einigermaßen tanzen. Wow. Aber wir dürfen nicht zu starke Schläge benutzen. Oh, ich habe ihn gestunt. Ja, bewegst du dich noch? Ja. Das kann eine Weile dauern. Und ich benutze doch mal die Knarre. Die jammed ist. Ein Schaden. Das ist nicht viel. Miss ist auch nicht so toll. Und das war eher was. Kommst du jetzt so rum? Ja. Wieder Miss. 5 Schaden mit der Schusswaffe. So. Und ja, ich muss das so machen. Ich habe nämlich sonst kaum Platz, um gegen ihn richtig ankämpfen zu können. Hier ist es nämlich ziemlich eng. Hier kann ich froh sein, dass ich wenigstens an dieser Stelle tanzen kann. Au. Okay, pack die Schusswaffe weg. So machst du wenigstens immer Schaden. Auch wenn es manchmal nur minimaler ist. Komm, Ogre, Ogre. Ja. So ist gut. Das kann eine Weile dauern. So, du bist gestunt. Du drehst mir sogar den Rücken zu. Wow. Na komm. Stirbst du auch irgendwann mal? Ja. Wenigstens stirbst du auch irgendwann mal. Keule wollen wir nicht. Sewer Exit South. So. Jetzt können wir uns hier in Ruhe umgucken. Also viel zu sehen gibt es ja nicht, außer dem Schrein. Einem Fratzengesicht. Was sagst du uns? Wenn du es wünschst, die Kristallminen zu betreten, musst du den Weg der Schnecke nehmen. Was? Die Kristallminen sind hier. Und hier ist dieses Druckplattenrätsel. Naja. Hi Jungs. Wieder 3 Fratzen, die uns was zu sagen haben. Erstmal Tür. Tür zu, sicher ist sicher. Bringe 4 Power Gems, um sie in eine Essenz der Elemente zu legen. Nicht alle Gems liegen unter dem Himmel. Einige sind im Untergrund vergraben. Das kennen wir ja schon. Folge den Fußstapfen von Kilhagen dem Weisen. Das ist neu. Dies ist der elementare Schrein der Luft. Luft ist die Rune der Geschicklichkeit, Stürme und des Fluges.
Nordosten ist, wenn die Kräfte der Luft am stärksten sind. Ah, ja. Ich weiß immer noch nicht, was man mit den Essenzen noch anfangen könnte. Du isst erstmal was. Ich meine, die kann man nicht einfach so in die Hand nehmen. Doch, kann man. Aber ob das was bringt? Außer, dass ich halt keinen Schaden mehr, keinen Schaden mache mit dem Ding. Sonst kann ich es nirgends hinpacken. Also bringt mir das Element gar nichts in der Hand. So, ich kann höchstens Power Gems hier hinlegen. Und sie fusen. So, das kennen wir ja schon, das Spielchen. Essence of Air. Was auch immer uns die Essenzen bringen. Gut. Gut, gut. So, jetzt wollen wir aber wieder den anderen Gang nach oben. Oder wir nehmen einfach den Shortcut hier drüben. Hallo. So. Da sind wir nämlich schon gleich beim Hub. Theoretisch. Falsche Richtung. Jetzt, wo wir nämlich den Stein haben, können wir mal hier oben abspeichern. Oder Sylastra erst was zu essen geben. Naja, die Fische sind nicht sonderlich nahrhaft, aber wenigstens etwas. So, kurz speichern. LP063. So. Und wenn wir in die Kristallminen wollen, sollen wir den Weg der Schnecke nehmen. Was heißt das? Sollen wir schleichen? Weil Schnecken sind ja langsam. Also ja, bis jetzt sind wir noch keiner Schnecke aus Grimwalk 1 begegnet. Das ist vielleicht so eine Anspielung auf die Schnecken. Aber vielleicht müssen wir ganz langsam gehen. Also ich zähle mal bis 25, also von 21 bis 25 und gehe dann einen Schritt. 21, 22, 23, 24, 25. 21, 22, 23, 24, 25. 21, 22, 23, 24, 25. Tatsache. Hallo? Das sind die... ist der Zugang zu den Kristallminen. Noch ein Pilz. Oh, noch ein Pilz. Ja, ihr könntet Heiltränke vertragen. Mal wieder. Heiltrank für dich. Noch ein Heiltrank für dich. Und ein dritter Heiltrank für dich. Einen für dich. Und noch einen für dich. Da sind wir wieder bei 20. So. Und dann gucken wir mal kurz, was uns hier erwartet. Sieht schon mal schön aus hier. Kleine Spinne. Fallgruben. Mal wieder so ein Altar. Lag da was? Ein Full Helmet. Der kommt mal mit. Ein Cap. Jede Menge Munition. Die markiere ich einfach mal. Muni. So. Das da sieht übrigens verdächtig aus. Also hier lang, hier lang. Noch eins weiter, hier. Okay.
Ich habe gerade irgendwas gehört.